bist du mit dem Begriff Evolution vertraut? Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig. Noah! Sie konnten fliegen wie Adler und über Ozeane hinweg sprechen. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dies ist mein Königreich. Wir werden lernen. Affen werden lernen. Ich werde lernen. Und ich werde erobern. Los! Der Legende nach haben Affen und Menschen Seite an Seite gelebt. So unvorstellbar das auch ist. Wieso jagt man sie? Sie ist klüger als die meisten. Die Ältesten haben uns über diese Welt nicht alles erzählt. Verneig dich vor deinem König. Affen jagen Menschen. Das ist falsch. Zusammen werdet ihr sterben. Nein, zusammen stark. Ich muss sagen, mir gefällt der neue Trailer hier zu Planet der Affen New Kingdom deutlich besser als der erste vor einigen Wochen. Da war meine Skepsis durchaus höher, weil die Planet der Affen-Reihe und die Geschichte rund um Caesar und was vor allem dann Matt Reeves in dem zweiten und dritten Teil draus gemacht hat, so düster, so clever und so brillant auf der Leinwand aussah, dass es ja auch selten ist, dass Filmtrilogien stetig besser werden, dass ich bei einem vierten Teil jetzt hier mit einem anderen Regisseur, nämlich mit Wes Baldwin, erstmal so ein bisschen skeptisch war. Aber hier muss ich sagen, in diesen 2,5 Minuten sind eine Menge spannender Bilder drin. Der Look ist gut, die Idee ist eine Zeit weit nach Caesar, in der Affen die dominierende Spezies sind. Menschen gibt es bloß noch, die fristen ein Schattendasein, die gibt es kaum noch. Sie werden gejagt, aber es ist vor allem jemand, der sein Imperium vorantreibt auf Affenseite, aber auch ein junger Affe, der das hinterfragt, der eine andere Geschichte erfährt, der merkt, was ihm verschwiegen worden ist und damit vielen, vielen anderen. Und damit ist es natürlich wieder eine Geschichte über Macht, über Herrschaft, über Regierung und über das Bestimmen der Wahrheit. Je nachdem, wie siegreich man aus Schlachten hinausgeht, ist hier der Grundton ein bisschen düsterer. Ich finde vor allem beim OV-Trailer klingen die Stimmen der Affen alle noch mal ein bisschen rauer, ein bisschen rougher, ein bisschen animalischer tatsächlich, sodass ich den noch mal deutlich mehr mag an dieser Stelle. Muss ich aber sagen, am 8. Mai bringt uns den Disney diesen 20th Century Fox Film und Fortsetzung in die deutschen Kinos. Und da habe ich Bock drauf. Sieht gut aus und vor allem nach dem ersten Trailer nehme ich gerne meine ein, zwei Fragen zurück. Erwarte jetzt hier nicht unbedingt, dass wir direkt an den dritten Teil anschließen, aber hier wieder Themen reinbekommen, die so ein Worldbuilding mit sich bringen, bei dem ich denke, habe ich Lust drauf und hoffentlich darin dann auch Figuren, die für sich wieder funktionieren und quasi kein heißer Aufguss der ersten drei Filme sind. Das wünsche ich mir zumindest und dementsprechend muss ich sagen, brauche ich auch nicht mehr als diesen neuen zweiten Trailer zu Planet der Affen, New Kingdom, mal ein Trailer, der Deutsch und Englisch vermischt ist, hat man auch selten in Deutschland. Okay, was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.